Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Präsentation des Studiums Medizin an der Karl-Landstein-Universität. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Manfred Wieser und ich darf hier in meiner Funktion als Studiengangsleiter des Medizinstudiums zu Ihnen sprechen und Ihnen ein paar Studieninhalten näher bringen. Die Karl-Landstein-Universität ist seit 2013 im Medizinstudium tätig und heißt deswegen auch Karl-Landstein-Universität, weil sie nach dem Gründer der Blutgruppen, eben Karl Landsteiner, benannt ist. Wir sind eine Universität mit einem Campus am Krems, wo die Universität ihr Grundgebäude hat. Wir haben natürlich assoziierte Universitätskliniken. Diese sind im Zentralraum Niederösterreichs angesiedelt, in Krems, Tulln und St. Pölten. Und gemeinsam am Campus und in unseren Kliniken wickeln wir dieses Medizinstudium ab. Warum sollen Sie in Krems Medizin studieren? Was sind hier die Vorteile? Wir bieten ein sehr innovatives Studium an. Dieses ist Bologna-konform in einen Bachelor-Teil und einen Master-Teil gegliedert. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, neben den grundständigen Inhalten des Medizinstudiums auch weitere Schwerpunkte kennenzulernen, die wir für ein Medizinstudium wichtig und vor allem für Ärztinnen und Ärzte der Zukunft wichtig halten und haben hier deswegen Vertiefungen in Gesundheitsökonomik, in Medizintechnik und auch vor allem in ihrer professionellen Entwicklung rund um die fachlichen Inhalte der Medizin gestaltet. Die Unterrichtssprache in diesen ersten drei Jahren des Studiums, dem Bachelor-Teil, ist in englischer Sprache und unser Studium ist grundsätzlich ein modular gegliedertes mit entsprechenden ergänzenden Durchschnittlinien, die dann über das ganze Studium hinweg diese modularen Inhalte ergänzen. Wir versuchen hier einen Schnitt aus Einblick bereits in die klinische Medizin und dem Aufbau von Gesundheit und Krankheit in einem zu vereinen. Also wir haben hier ein sehr integratives Studium aus den verschiedensten Fächern der Grundlagen der Medizin, immer verknüpft auch mit den klinischen Aspekten gleich direkt zusammengestellt für Sie. Im Folgenden möchte ich Ihnen dann eben noch kurz zeigen, wie wir dieses Studium aufgebaut haben. Und Sie sehen das auch hier dann grafisch dargestellt. Jedes Studiensemester hat drei Module. Und das ergibt dann in Summe eben 18 Module auf das gesamte Bachelorstudium. Und wie vorhin schon kurz erwähnt, ergänzend zu den Modulen finden Sie Linieninhalte. Das sind Querschnittselemente, die über die ganzen drei Jahre immer wieder hinzukommen. Diese vier Linien sind Biomedical Physics als Grundlage der medizinischen Wissenschaften im Hintergrund, dann auch als Forschungsgrundlage und der Verknüpfung von Forschung und Lehre im Sinne eines modernen Ausbildungsinhaltes, die Line Science and Research, für ihre professionelle Entwicklung hin zu Ärztinnen und Ärzten der Zukunft und Gesundheitswissenschaftlerinnen haben wir die Line Professional Development and Skills und zur Verknüpfung quasi zwischen individueller Medizin und den Inhalten eines Public Health Gedankens und das Ganze auch noch aus einer Betrachtung einer Wirtschaftlichkeit haben wir auch noch eine Line Health Economics und Public Health, die diese modularen Inhalte ergänzen. Nach dem Abschluss des Bachelorstudiums Medical Science beginnt dann der zweite Teil des Bologna-konformen Medizinstudiums, das Masterstudium Humanmedizin. Von der Grundgliederung haben wir es bewusst sehr ähnlich aufgebaut. Es ist ebenso ein modulares Studium mit ergänzenden Linieninhalten. Das Masterstudium Humanmedizin wird dann in deutscher Sprache unterrichtet. Sie sind ja sehr, sehr viel, wie schon erwähnt, in den Kliniken und bei den Patienten, die in Niederösterreich eben der deutschen Sprache mächtig sind. Und deswegen ist auch die gesamte Lehrsprache in Deutsch, mit Ausnahme der Wissenschaft, die hier dann entsprechend der englischen Sprache als Wissenschaftssprache auch in englischer Sprache erhalten bleibt. Nach drei Jahren Studiums, des Masterstudiums, schließen Sie nach österreichischem Recht mit einem Dr. Med. Univ, also einem Doktor, einer Doktorin der gesamten Heilkunde ab. Dieser Abschluss ist anerkannt und Sie haben hier dieselbe Wertigkeit, wie wenn Sie an einer öffentlichen Universität studieren. Wir meinen halt, dass Sie dann mit derselben Wertigkeit eine bessere Ausbildung genossen haben und besser gerüstet sind für Ihre Zukunft. Ganz kurz, das Masterstudium
haben wir so organisiert, dass Sie jeweils in den ersten beiden Jahren Ihres Studiums zu Beginn des Semesters hier solche eingehende Vorlesungen haben, wo Ihnen die Inhalte des weiteren Semesters in einer Überblicksform nähergebracht werden. Und die weiteren 12 Wochen des Semesters sind Sie einem Rotationsprinzip in den Universitätskliniken in durchgehenden klinischen Praktika in sehr kleinen Gruppen organisiert. Das heißt, Sie sind hier zwischen 3 und 4 Studierenden gemeinsam mit einer Lehrperson und erarbeiten sich so die Inhalte in einer sehr praktischen Form und eben am Patientenbett bzw. bei nicht bettenführenden Instituten und Abteilungen an den entsprechenden Schirmen, wie zum Beispiel in der Radiologie das der Fall ist. Ich darf Ihnen aber auch hier kurz den Überblick zeigen, diesen modularen. Im Unterschied zum Bachelorstudium ist in dem Masterstudium im ersten Jahr die Module zwar noch weiterhin organisch organisiert, es gibt aber weniger in der Anzahl. Und das zweite Jahr des Masterstudiums, wie Sie es hier auch dann sehen können, entspricht dann schon zum Teil in ihrer Nomenklatur den klinischen Fächern, wie sie dann auch in Krankenhäusern aufzufinden sind. Falls Sie ein gewisses Fach, das Sie interessiert, hier jetzt nicht finden können in dieser groben Übersicht, seien Sie versichert, das ist dann in einer Einheit sicher enthalten. Sie haben, wenn Sie bei uns Medizin studieren, die Möglichkeit, alle Institute und Abteilungen auch im Rahmen der Lehre direkt kennenzulernen. Ich darf Ihnen dann auch noch das dritte Jahr kurz vorstellen, ein sogenanntes praktisches Jahr, wo Sie dann selbst entscheiden können, in welche Disziplin der inneren Medizin oder der perioperativen Medizin oder aus einem Wahlfach Sie gehen möchten. Das heißt, Sie können hier auch dann schon Ihrem eventuellen zukünftigen Wunsch entsprechend sich nähere Spezialisierung aussuchen oder, wenn das noch nicht zu diesem Fall gegeben ist, quasi auch mit mehreren Teilungen eine breite Übersicht bekommen und sich ein Bild machen, wo Ihr Interesse in der Medizin dann weiter hingehen kann. Ich möchte Ihnen jetzt dann noch einmal das ganze Medizinstudium in einer Übersicht zeigen, also hier nochmal zusammengefasst, Bachelor versus Master. Beide Studienprogramme dauern jeweils 3 Jahre. Wie erwähnt, Ende des Bachelorstudiums mit dem Bachelor of Science, Ende des Masterstudiums mit dem Doktor, Doktorin der gesamten Heilkunde, Dr. Med. Univ und die Lehrsprache in Englisch und dann in Deutsch. Auch ein paar Worte zu den Kosten. Die Semestergebühren betragen 8.000 Euro. Sie bekommen auch eine Preisgarantie. Das heißt, mit diesem Preis, mit dem Sie zu studieren beginnen, werden Sie Ihr Studium auch beenden können. Und somit ist auch eine Planungs- und Kalkulationssicherheit hier gegeben. Ich hoffe, dass ich mit dieser kurzen Übersicht über unser Medizinstudium Ihr Interesse noch weiter vertiefen konnte. Wenn Sie sich bei uns bewerben möchten, ist das online über unsere Homepage möglich. Ich würde mich freuen, auch Sie als unsere Studierende an der Karl-Landstein-Universität begrüßen zu dürfen.